Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus der Außenstelle Balkonistan, Enklave Unterlagen. Hallo und herzlich willkommen zur Nullnummer des Dela Kochstudios. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Ich begrüße meinen wundervollen Assistenten Jonas. Hallo Dela, hallo ZuhörerInnen. Und ja, wir wollen euch unser neues kleines Geheimformat vorstellen und dachten, dafür bietet sich eine Nullnummer an. Ja, der Titel verrät schon einiges. Wir wollen unsere eigene kleine Kochshow starten. Jonas, was qualifiziert uns denn für eine Kochshow? Wir essen gerne. Und wir spielen gerne mit Messern. Das ist wahr. Ja, das ist auch alles, was uns für die ganze Sache qualifiziert. Außer vielleicht einer relativ großen Portion geteilten Wahnsinns. Wir haben große Pläne. Also wir wollen kochen, wir wollen räuchern, wir wollen backen, wir wollen Unsinn tun. Und wir wollen euch daran zumindest audiell teilhaben lassen. Ist das richtig? Ich denke, aber ich wusste nicht, was wir alles vorhaben, aber das klingt spannend. Was ihr noch wissen müsst, momentan haben wir ja so ein bisschen fast doppelte Haushaltsführung. Das heißt, es wird zwei Studios geben. Einerseits das Hauptstadtstudio und andererseits natürlich die Außenstelle. Genaue Details werdet ihr dann zu entsprechenden Folgen erfahren. Es gibt auch schon eine erste Folge, das ist aber schon gleich eine Sonderfolge, denn die wird eine kleine Überraschung werden. Ihr müsst euch also noch ein bisschen gedulden, bis es auf diesem Feed weitergeht. Ein Intro, ein vernünftiges und ein vernünftiges Outro werden wir auch bekommen. Auch da möchte ich euch noch ein bisschen um Geduld bitten. Aber ich dachte, wir fangen jetzt erstmal einfach an. Und wie weit man diesen Podcast am besten ein? Mit einem Heißgetränk. Genau, weil wir das jetzt hier alles hier sehr spontan aufnehmen, haben wir gedacht, wir kochen uns heute einen Kakao aus der Senseo. Man macht seinen Vorratsschrank auf, nimmt da eine Packung Kakaopads eines lilafarbenen Herstellers auf, geht damit zu seiner Padmaschine. Legt das Pad ein, schließt, stellt die Tasse unter und startet. Und dann muss man warten. Wichtig, nicht während es läuft die Tasse rausziehen, das gibt Sauerei. Und natürlich auch eine Tasse angemessener Größe wählen, ansonsten ebenfalls arbeitsschutztechnische Bedenken. Wichtig ist bei allen Tätigkeiten in der Küche Arbeitsschutz. Deshalb ist zumindest in dem Außenstellenstudio auch das Vorhandensein von Arbeitsschutzschuhen Pflicht. In diesem Fall sehr kleidsame, sehr wärmende und sehr sichere Tigerhausschuhe. Ja, was trägst du denn für Schuhe, Dela? Ich trage wie üblich keine Schuhe, aber das dient ja nur der Aromatisierung der zubereiteten Speise durch Geruch. Verstehe. So, der Kaffee ist bereits fertig zubereitet, beziehungsweise der Kakao. Ja. Es erfolgt eine Degustierung. Es riecht nach Kakao. Es schmeckt nach Milch mit Schokolade. Könnte für meinen Geschmack etwas kräftiger sein. Ich finde es gut, dass er nicht allzu süß ist. Ja, alles in allem durchaus trinkbar. Wollen wir für unser Dela-Küchenstudio eine Skala einführen? Oder wollen wir uns einfach auf schwammige Beschreibungen verlassen? Schwammige Beschreibungen sind besser, ja, doch. Hervorragend. Gut, natürlich gibt es hier auch Verbesserungsvorschläge. Man könnte diesen Kakao zum Beispiel aufwerten durch die Zugabe von zuckerhaltigen Dingsies, also Zucker. Oder auch Karamell. Oder auch tatsächlich einem Schuss Milch oder Sahne. Da allerdings, liebe Kinder, wir haben ja auch einen Gesundheitsauftrag. Denkt dran, zu viel Zucker ist nicht gut für euch. Zu viel Koffein ist auch nicht gut für euch. Deswegen machen wir Kakao. Genau. Und
macht euch lieber so richtigen Kakao aus Backkakao und Zucker. Der ist noch viel besser als hier das Zeug. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Nullnummer. Wir versprechen euch auch, in Zukunft wird es etwas gehaltvoller, sowohl kalorientechnisch als auch inhaltlich. Und wir hören uns bald wieder. Ciao. Tschüss.